Jetzt bitte. Ja, hallo. Robert hat euch gezeigt, wie ihr in einem anderen Video das Steinbeißer-Vorfach bauen könnt oder ein Naturköder-Vorfach bauen könnt. Ja, und wir wollen das jetzt mal einsetzen. Wir haben hier unten Seelachsstücke angeködert. Ja, und dann fischen wir ja, unser Heilbuttgerät ganz normal. Nur eben mit einem 350 bis 750 Gramm Stabblei. Momentan reichen 350 Gramm aus. Ja, und dann wollen wir mal loslegen. Wir lassen ab bis zum Grund. Wir haben gerade 44 Meter Wassertiefe. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir einen überreden können. Der dran ist. Bodenspitze wird einfach schwer. Und dann, wer hat sie anhiegt? Dann kurbelt. Letzten 10 Meter. Dann soll er gleich zu sehen sein. Da kommt er. Und eine zur Feier Dublette des Tages machen wir auch gleich eine Dublette draus. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir damit machen. Ja, so fängt man Steinbeißer mit Naturköder, Dublette. Ja, nicht unbedingt immer gleich. Ja.